Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Da funkt uns irgendeiner dazwischen. Wahrscheinlich ein Hobbyfunk aus Wanne-Eickel oder so. Also, liebe Freunde, heute dürfen wir wieder miteinander den Sonntag feiern. Und es ist am Sonntagmorgen eigentlich immer so schön, wenn man miteinander betet und beten kann und beten darf. Es ist so schön, wir sind hier in der Kirche drin. Draußen wird es langsam hell. Vorher sind noch zwei besoffene Mädchen vorbeigefahren. Das ist irgendwie so wie ganz normal. Und es drückt aber auch aus, eigentlich dieses Wahnsinnige der Zeit, in der wir leben. Weil auf der einen Seite rennen wir dem Leben hinterher, suchen wir nichts anderes als das und interessiert uns ehrlich gesagt auch nichts anderes als das, dass wir das Leben haben. Alles andere, solange es mich nicht betrifft, ist es mir sowas von egal. Und auf der anderen Seite passieren Dinge, wo wir eigentlich nur staunen oder Angst haben. Die Menschen Angst bekommen. Auch nur allein von den Kriegen in der Welt muss man nur so schauen. Aber dann auch das, was überall so passiert. Frankfurt, Solingen, wo auch immer oder so. Und das ist so dieses Breite. Und dazwischen drin, und deswegen auch diese zwei jungen Damen, die da so vorbeigefahren sind, es interessiert sie wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht wissen sie das alles gar nicht. Das interessiert sie wahrscheinlich nicht. Oder doch, weil sie halt doch auch aufs Gymnasium gehen oder so. Keine Ahnung. Oder studiert haben. Und das ist genau das so, wo wir leben. Und da stehen wir wie überall, so wie dazwischen. Wir stehen wie dazwischen. Es ist wie so, wir stehen dazwischen. Still beten wir. Wir sind aufgestanden, sind nicht im Bett liegen geblieben. Wir haben uns überwunden vielleicht. Wir haben gekämpft. Wir haben gerungen, aufzustehen. Wir würden vielleicht auch gerne einmal liegen bleiben. Haben auch keine Lust. Aber sehen es doch als einen ganz wichtigen Dienst an. Morgens wie da zu sein, so wie diese Wächter. Johannes Paul II. Hat das so gesagt. Liebe Jugendliche, ihr seid Wächter des neuen Morgens. Ihr seid Wächter des dritten Jahrtausends. Aber wir sind keine Wächter, sondern wir sind Schlafmützen. Und deswegen danke, dass wir heute Morgen hier so miteinander beten, dass wir uns überwunden haben, aufgestanden sind, hergefahren sind. Danke, dass wir das miteinander machen für all die Nöte und Sorgen und Probleme und Dramatiken, Dramas in dieser Welt. Dass wir für das alles beten. Und dazu möge uns Gott jetzt den Segen geben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.